Moin Leute, auf Perovskit-Solarzellen hoffen momentan wirklich viele Leute, denn diese haben diverse Vorteile gegenüber den konventionellen siliziumbasierten Solarzellen. Oder besser gesagt, die können diese sogar sehr, sehr gut ergänzen. Also beides einzeln und auch als Ergänzung ist es wahnsinnig interessant. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Das Riesenproblem bisher im Vergleich zu Silizium: altern perovskit-basierte Solarzellen viel, viel schneller, was sie für die meisten Anwendungen wirklich unattraktiv macht. 20 Jahre gelten eigentlich als Minimum für eine sinnvolle Nutzung, zumindest für sowas, wie wir jetzt auf dem Dach irgendwie haben. Und bisher wurden die nicht mal annähernd erreicht, also sind wirklich erheblich weit runter. Ein Team von Wissenschaftlern der Uni Princeton hat vor kurzem eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einem der renommiertesten Wissenschaftsjournale der Welt gemacht, und zwar in der Science. Und die hat es in sich. Diese Veröffentlichung beinhaltet nämlich zwei krasse Entwicklungen, die mich persönlich zutiefst beeindruckt haben. Ich selbst verwende das Wort Durchbruch nicht so häufig wie viele meiner YouTube-Kollegen, aber in dem Fall, finde ich, kann man tatsächlich von einem Durchbruch reden. Worum es geht, erkläre ich euch hier und heute. Bisher sind Solarzellen, welche auf Basis von Silizium basieren, state of the art. Seit einigen Jahren rücken Perovskite für Solarzellen aber immer mehr in den Vordergrund. Und warum das so ist, wird euch Norio erklären. Perovskite sind Halbleiter mit einer speziellen Kristallstruktur, welche sie für Solarzellen extrem interessant macht. Perovskit kann teilweise bei unter 100 Grad Celsius verarbeitet werden. Silizium benötigt die 15-fache Wärmeleistung. Allein nur deswegen sind die Siliziumzellen in der Produktion deutlich kostenintensiver. Zudem sind Perovskite transparent und vor allem flexibel. Das eröffnet komplett neue Möglichkeiten in der Anwendung. So kann man die Perovskitzellen nicht nur auf Hausdächer packen, sondern auch problemlos in Hausfassaden oder sogar in Rollläden integrieren. Leider gibt es aber auch einen Nachteil. Perovskite sind extrem fragil. Die ersten Perovskit-Solarzellen hielten tatsächlich nur wenige Minuten. Zwar konnte diese Bilanz deutlich verbessert werden, noch immer ist die tendenziell schlechtere Haltbarkeit aber ein zentrales Problem. Ebenfalls wird sehr, sehr stark an einem Verbund aus Silizium und Perovskiten geforscht. Denn Solarzellen aus Silizium können infrarotes Licht sehr effizient umwandeln, wohingegen sie im sichtbaren Teil des Spektrums nicht ganz so effizient sind. Solarzellen aus Perovskiten können hingegen den sichtbaren Teil des Lichts sehr effizient umwandeln. Also schichten die Forscher beide Typen übereinander, um so von Blau bis Infrarot praktisch alles umwandeln zu können. Was dazu führt, dass das einfallende Sonnenspektrum effizienter genutzt wird oder einfach stärker ausgenutzt wird. Stark vereinfacht gesagt kann man sagen, Perovskite können eher so blaues Licht umwandeln und Silizium eher den roten Bereich. Und beide zusammen können dann halt beides und das ist halt saugeil. Ne, wie gesagt, das ist jetzt stark vereinfacht, aber so kann man sich's, glaube ich, bildlich gut vorstellen. Ja, die Jungs und Mädels von Princeton haben eine Perovskit-Solarzelle entwickelt, die voraussichtlich 30 Jahre halten wird. Und die hat sogar schon einen Wirkungsgrad von 17,4%, was kommerziell wirklich schon interessant wird. Zum Vergleich, aktuelle kommerzielle Silizium-Solarzellen liegen so bei 19-21% Wirkungsgrad. Oder das sind dann schon die Module, aber so um den Dreh, da liegen wir ungefähr. Also wir sind nicht so weit davon weg. Und das ist ein Riesensprung, denn bisher war eine Lebensdauer von wenigen Jahren bereits ein mega großer Erfolg. Tatsächlich ist das aber gar nicht der Durchbruch in meinen Augen, also diese Entwicklung dieser Zelle, denn viel spannender ist die Frage, wie haben die das so schnell hinbekommen? Wie war die Methodik dahinter? Denn wenn man das versteht, dann wird einem klar, der aufgestellte Rekord ist überhaupt nicht das Tolle, sondern genau diese Methodik ist eigentlich die wirkliche Weiterentwicklung oder das total Spektakuläre dahinter. Denn diese Methodik, die können jetzt andere nachmachen und vermutlich folgen darauf mit dieser neuen Methodik eine ganze Menge neuer Solarzellen, die vielleicht wahnsinnig interessant werden. Ja, also natürlich jetzt direkt die Frage, welche Methodik meine ich denn hier? Und das ist das Geile, ich zeig's euch. Ja, man muss sich erstmal so anschauen, wie sieht so eine Solarzelle denn eigentlich aus? Die besteht aus total vielen Materialschichten, welche unterschiedliche Aufgaben haben und der Aufbau ist extrem komplex. Durch verschiedene Materialkombinationen und Beschichtungen wird halt versucht, dieser Alterung der aktiven Materialien, also des Perovskits in diesem Fall, entgegenzuwirken.
Es gibt aber eine zahllose Anzahl an Kombinationen. Also ich kann da alles Mögliche machen. Ich kann da Schichten, Dicken und was weiß ich nicht. Also gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten, die ich mir da ausprobieren könnte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass eine mögliche Materialkombination, die muss ja irgendwie getestet werden. Also ich muss das erstmal produzieren, ich muss es vorher abschätzen und dann teste ich das. Also man muss herausfinden, wie schnell zum Beispiel die Alterung wirklich vonstatten geht. Und das kostet ja Zeit und Geld. Ich kann ja unmöglich jede Materialkombination für Jahre einfach da liegen lassen und testen und dann die Alterung messen. Denn das würde ewig dauern und auch die Anzahl der Kombinationen, die ich so testen kann, ist halt auch massiv begrenzt. Also das ist irgendwie ein riesen Flaschenhals bei dem ganzen Ding gewesen. Und genau in diesem Punkt hat halt das Princeton-Team angesetzt. Das Testen der Lebensdauer quasi, das muss schneller gehen und das ist irgendwie total wesentlich gewesen. Ansonsten ist es einfach unmöglich, eine ausreichende Anzahl an Kombinationen zu testen und zu bewerten. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht das? Ganz einfach, sie haben den Alterungsprozess beschleunigt, indem sie die zu testende Zelle nicht nur beleuchtet, sondern gleichzeitig auch erwärmen. Und dieser Prozess beschleunigt das, was bei Exposition über Jahre hinweg passiert, auf natürliche Weise, und zwar enorm. Die Forscher machten praktisch Messungen bei 4 unterschiedlichen Temperaturen, ja? Von der Grundtemperatur eines typischen Sommertages bis hin zu einer Extremtemperatur bis also 110 Grad Celsius. Naja, und dann kombinieren sie quasi diese 4 verschiedenen Datensätze und können so Rückschlüsse auf den Leistungsverlust der Zelle über Zehntausende von Stunden bei kontinuierlicher Beleuchtung ausrechnen. Ja, als Beispiel seht ihr hier eine Zelle, die bei 35 Grad Durchschnittstemperatur nach 5 Jahren noch 80% ihrer Leistung bringt, würde 30 Jahre Lebenszeit draußen in Princeton, New Jersey entsprechen. Dort haben wir es ziemlich kühl im Schnitt. Bei höheren Temperaturen ist das entsprechend weniger. Und genau das ist in meinen Augen ein wirklicher Durchbruch. Jetzt ist man auf einmal wirklich in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit sehr viele unterschiedliche Materialkombinationen zu testen und eine Alterung über 30 Jahre sozusagen zu simulieren. Und das ist der Hammer. Also das könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Impact haben könnte. Das Auffinden einer besseren Materialkombination, sprich Solarzelle, ist also nur noch eine Frage der Zeit. Aber der Weg dahin wurde mit dieser Veröffentlichung schlagartig verkürzt oder möglicherweise sogar erst wirklich aufgemacht. Das sind auch Dinge in meinen Augen, die vielen gar nicht so bewusst sind. Meistens werden die Forscher nur für das Endprodukt, also in diesem Fall zum Beispiel irgendeine mega geile Perovskit-Solarzelle gefeiert. Aber die Forschungen, die dahin geführt haben, also der Weg dahin, der wird echt gerne vergessen. Und letztlich sind diese aber nicht weniger wichtig. Ja, wenn nicht sogar wichtiger. Also der ganze Weg dahin, all diese Mühen, eigentlich ist es ja das, was es am Ende das ausmacht, womit das Endprodukt eigentlich erreicht wurde. Und das ist die Basis für diese ganzen Entwicklungen, diese tollen Rekorde, die wir da haben. Und wie gesagt, das wird super gerne vergessen oder zumindest nicht, das kriegt nicht die mediale Aufmerksamkeit auf, die es eigentlich verdient hätte in meinen Augen. Ich weiß, die Frage wird kommen, soll ich mit meiner PV warten? Also soll ich warten, bis das coole Produkt irgendwann kommt? Und das kann ich ganz klar verneinen, ja? Das ist jetzt wissenschaftlich gesehen ein extrem spannendes Ergebnis, was in meinen Augen auch einen wirklich großen Impact haben wird, in meinen Augen. Aber wann es soweit ist und vor allem, wann es in die Massenfertigung für euch und euer Dach passiert und dann auch noch in Deutschland, keine Ahnung. Ja, und ich mag mich auch täuschen. Also das ist jetzt hier ein bisschen auch meine persönliche Meinung oder das, was ich halt so geil finde. Ich weiß aber, dass viele das auch so sehen. Manchmal kommt aber doch alles anders, als man denkt. Also auch das, keine Ahnung, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Die bisherigen Siliziummodule sind einfach mega gut. Ich habe die auch auf dem Dach, die sind günstig und es gibt sie schon. Und die Energiewende muss einfach jetzt sofort stattfinden. Das ist halt sau wichtig. Trotzdem könnten mit Perovskit-Solarzellen auch die Kosten in naher Zukunft für Photovoltaikmodule enorm fallen. Wie die Stanford University in Forschungsarbeiten zeigen konnte, sind Herstellungspreise von 2,70 Euro pro Quadratmeter Solarzelle absolut möglich. Erreicht werden kann dies durch neue Verfahrenstechniken. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video von mir.